Yeah. You have your instructions, all right? Obey my commands at all times. Protect yourself all the time. Okay? Good luck. Er hat ein paar Fans mehr mitgebracht, der Alexi Kuziemski. Bin mal gespannt, wie die beiden, die kennen sich natürlich aus vielen gemeinsamen Trainings. Das ist ja ein dominantes Boxstyle-Duell, wie sie miteinander umgehen werden. Ich meine, der Kuziemski, der ist ja bekannt dafür, dass er technisch sehr gut boxen kann. Aber Bremer weiß natürlich auch, hart hauen kann der nicht. Bei Bremer sieht das ganz anders aus. Wenn man die K.O.-Quote sich da zur Gemüte führt, dann sind das 77% bei Jürgen Bremer und 24% bei Alexi Kuziemski. Ja, aber da machen wir die Rechte. Bremer ist natürlich in der Lage, ganz genau zu schlagen. Im vergangenen Jahr, da hat er schon einmal probiert, Weltmeister zu werden. Da ging es um die WBA-Krone gegen Hugo Hernan Garay aus Argentinien. Hat er klar verloren. Und das soll ihm jetzt hier und heute nicht nochmal passieren. Bremer ist mit Sicherheit einer der größten deutschen Boxtalente, oder war es zumindest. Man hat sich einiges kaputt gemacht durch persönliche Eskapaden, aber das ist jetzt vorbei. Ein ausgezeichneter Techniker, tolles Auge hat er. Rechtsausleger, der Bremer. Ja, da waren wir zweimal schon die Rechte von Kuziemski, war schon her. Gute erste Runde. Okay, boxen mit ihm, mit dem Jab, immer mit dem Jab rein, raus, geh raus aus der Linie, ja, rechts rumgehen, boxen mit ihm, nicht mit Gewalt, hörst du? Ja. Guck mal, der Jab, Jab auf dem Körper, ne? Ja. Jab, Jab, linke auf dem Körper. Wenn er, wenn er kommt, musst du ganz schnell weg, er macht einen zweiten Angriff immer wieder, ne, mit seinen langen Händen, ja? Mach's dann. Also er soll auf alle Fälle locker boxen, der Jürgen Bremer.
Also die Rechte von Kuziemski, auf die hat sich Bremer noch nicht so richtig eingestellt. Die kommt da eigentlich ganz locker flockig immer angeflogen. Jetzt war er ein bisschen kurz, der Mann aus Polen. Ja, interessant. Kommt der wieder durch in der Rechten. Ja, da geht der Energisch dazwischen, war ein Tiefschlag dabei. War die rechte drinne. Ich meine, der Bremer, der kann schon einiges wegstecken. Du musst ihn vorher bestellen, dann läuft er dir da rauf. War so eine gute Runde für Kuziemski. Nicht mit Einzelhänden. Ja. Okay? Ihn okay, rechts rum. Der mag das nicht, wenn du rechts rumgehst. Ja. Boxen mit ihm, boxen mit ihm. Noch schneller werden, noch schneller werden. Ja? Guck auch mal mit Jab und linke auf den Körper. Okay? So, da war die. Geh rechts. Rechte drin. Ja? Sorry, Tobur! So, und da hat er dann schön abgefangen mit der rechten und dann knallt er die linke nochmal an den Kopf und dann liegt da der Kuziemski. Und fleißig sein. So schnell kann es gehen und ich habe es gesagt, der Bremer, der kann nachhin aufschlagen. So, jetzt will ich ihn nochmal zeigen, der Kuziemski. So aggressiv habe ich den noch selten gesehen. Aber das spielt natürlich genau in die Karten eines Konterboxers. Vom Format eines Jürgen Bremers. Der kann das ausnutzen. Ja, ganz schnell die Rechte abgefeuert. Linke in Lauerstellung. Dazwischen.
Und nochmal. Die Linke. Nicht ganz durchgezogen von Bremer. Das ist natürlich frustrierend für Kuziemski. Da würde ich auch vorsichtiger werden müssen. Der weiß, wenn ich da so blind angeflogen komme, der haut immer noch mal zurück. Klasse Kampf bis jetzt. Was natürlich auch ein Vorteil ist von Jürgen Bremer, der verliert nie oder ganz selten mal die Übersicht, auch in so hektischen Phasen, wenn ein Gegner da auf ihn zubraust. Dann bleibt er immer noch ruhig und kann die Lage analysieren und dann kommen eben dann solche Konter raus, wie er sie jetzt zweimal gesetzt hat. Ein bisschen ruhiger geworden, der Kuziemski. Tja, so kann es gehen. Wieder gut angefangen und wieder die Hände oben lassen. Ja. Abgefangen. Läuft da offen rein. Buba, da, das Matrone. Am Buba. Da war die Rechte im Ziel. Ja, alles klar, alles klar. Alles klar. Einfach nicht stehen. Nochmal bitte. Die Rechte. Ja, das ist Hauptsache. Dann kommst du rein und stehst, bleibst und du zu viel lang. Und dann wie ein Scheunentor lässt seine Rechte hängen. Und das nutzt natürlich einen Jürgen Bremer. Aber sowas von eiskalt aus. Rein, sofort Attacke und weg. Er rennt halt. Sorry, in der Enge wurde es gesagt. Oh, nein. Schauen Sie mal, wie vorsichtig der Kuziemski jetzt geworden ist. Nichts mehr mit rasanten Angriff. Da muss er mal jetzt sich neu sortieren und überlegen, wie kann ich den Jürgen Bremer da irgendwie knacken. Ja, da hat er wieder zweimal gut getroffen. Und nochmal die Rechte. Und das war ein richtiges Punkt jetzt zum Kopf. Wenn er dann so gut die Runde bestritten hat, dann hat der Bremer noch mal eiskalt zugelangt. Zu weit weg, Kuziemski jetzt bei den letzten Aktionen. Ja.
Aufpassen bei diesen etwas ungehobelt vorgetragenen Angriffen. Da war die Deckung wieder unten. Und fängt sie dann nochmal kurz vor dem roten Ende wieder so ein Hammer da von Bremer. Diesmal bleibt er allerdings stehen. Dürfte auch die Runde gewonnen haben, der Kuziemski. Das mag er nicht. Rein, raus, okay? Ja? Guck dir auch mal an, wenn er Finte macht, was er macht. Guck dir das mal an. Ja? Finte, wenn er dann Gegenangriff bringt. Der haut man mal zum Körper und will dann den nächsten Ding macht, dann eine Finte, dann haut eine rechte. Sei da vorsichtig. Ja? Ja. Weiter so in Bewegung bleiben, hörst du? Weiter so. Ja, der mag das nicht. Ja, da kam diese rechte. Und die war wirklich vom Allerfeinsten. Guck doch mal auf den kurzen Aufwärtshang zum Kopf. Andeuten den Chef, wenn er kommt, und ganz schnell aufwärtshang. Der stößt mit dem Kopf, sei vorsichtig. Ne? Ja, habe ich gesagt. Aber die hat er kommen sehen und hat den Kopf noch nach hinten genommen. Deshalb war der Schwung ein bisschen weg. Trotz allem, gute Runde für Kuziemski. Wurde 1977 in Swice in Polen geboren, der Alexi Kuziemski. Bronze bei den Amateurweltmeisterschaften im Halbschwergewicht 2003. Bronze bei der Europameisterschaft 2004. Und dann die Olympiateilnahme 2004, scheiterte er aber gleich in Runde 1 an Bajbut Schumenov. Und wurde dann ein Jahr später Profi. Und dieser Bajbut Schumenov hat ja auch eine steile Karriere bei den Profis hingelegt. Als Profi hat er gleich in seinem vierten Kampf, also in der Anfangsphase, gegen Enad Licina aus Frankfurt gewonnen. Und da liegt er wieder und da wird er wieder angezählt. Da ist fast nichts. Der Bremer, der nutzt da alles aus, jede Lücke. Und dann nochmal. Das greift er selber wieder an. Nach 1 Minute 20, die kann lang werden für Kuziemski. Klasse Leistung von Jürgen Bremer, muss man schon sagen. Der Kuziemski ist ja nicht irgendein hergelaufener Aufbaugegner. Das ist ein Weltklasse-Mann. Aber wie er den hier im Griff hat und immer dann im richtigen Augenblick zulangt, das ist schon beeindruckend. Schon frustrierend sein für einen Typen wie den Kuziemski. Wenn man genau weiß, verdammt nochmal, ich habe den auch ein paar Mal gut getroffen und bin eigentlich gut drauf und dann hobelt der einem da jedes Mal einen dazwischen und man findet sich da am Boden wieder. Das macht natürlich auch etwas mit dem Selbstvertrauen. Soll ich da nochmal reingehen? Soll ich nochmal probieren? Dann fange ich wieder ein. Ja, der kann Quatsch ein bisschen leid tun. Der Alexi Kuziemski, Zsolt Erdai hier, natürlich ein Riesenidol in Ungarn. Ja, Artur Gigoyan, da kann er ihm erzählen, was er will, er muss dann einfach aufpassen und die Deckung oben behalten. Sackt er wieder runter. Aber erstaunlich, wie schnell der sich immer wieder berappelt. Andere würden da mal liegen bleiben. Er kommt wieder hoch und ist sofort wieder klar.
Aber okay? Es ist immer die Idee. Er greift an und dann lässt er die Deckung hängen. Und dieses Schlitzohr von Bremer bestraft das knüppelhart. Sechste Runde, dreimal war er schon unten. Satter Punktvorsprung natürlich für Jürgen Bremer. Ja, und der Bremer, der lockt ihn wieder und dann kommt er an und dann überlegt er sich, der Bremer, wo hau ich das nächste Mal rein, wenn er kommt. Ich habe es ja gesagt, dieser wilde Angriff. Diese wilde Angriffsarie da von Kuziemski spielt dem Bremer natürlich voll ins Spiel. Immer unterwegs, immer in Bewegung. Und da muss ich ihm immer was einfallen lassen, der Kuziemski. Aber er hat nach wie vor seine Deckung da relativ weit unten. Bleibt ihm oftmals auch nichts anderes übrig, als wirklich nach vorne zu rennen und versuchen, den Bremer da in der Ecke oder am Seil irgendwie zu fixieren und dann anzufangen mit den Schlägen. Aber schauen Sie sich an, der Bremer. Schnell unterwegs. Mit der Richtung genau die Linke geben. Okay? Hier, dann ziehst du dich dafür hin. Ne? Okay? Streck die Rechte dabei, okay? Visier das Ding hier an. Hier, und dann kannst du es dir schlagen. Ja? Aber ganz schnell, kurz der Weg. Dauert zu lange der Weg. Immer in Bewegung halten. Du siehst, der läuft dann ins Leere immer wieder, ne? Wenn du getroffen wirst. Ganz lang direkt, immer wieder fuchs. Mit der rechten Fummeln vor den Augen, dann siehst du das. Na? Na? Sorry, Tobo! Ah, hätte dich gewinnet! ...2007 wurde Kuziemski noch BBO Interconti-Sieger gegen Julio César Dominguez aus Argentinien und verteidigte den Titel dann auch noch gegen Peter Venancio aus Brasilien und zuletzt gegen Evgenis Andreevs. Und damit hat er sich dann auch für diesen Interims-WM-Kampf qualifiziert. Ja.
Geht auch gut, das war der Schlaghand weg, der Bremer. Da rennt er wieder in diese linke Reihe der Kuziemski, ohne dass jetzt da großer passiert wäre, aber er macht immer wieder den gleichen Fehler. Und der Bremer kann sich darauf verlassen, dass er in regelmäßigen Abständen genauso mit der Deckung nach unten dann bei ihm vorbeischaut. Ja, wenn man also aus dem Laufen rausschlagen muss, der Kuziemski, dann kommen die Schläge natürlich auch nicht so genau und auch nicht so hart. Guter Kampf, den die beiden sich da liefern, hochinteressant. Zumal man den Eindruck hat, es kann jeden Augenblick was passieren. Am meisten passiert es ja dann am Kinn oder am Kopf von Kuziemski. Schlagmangel in der Mitte, ne? Mhm. Ja, dann hört er mir auf, ja? Okay? Also, ist okay. Immer wieder fressen. Hey, der bleibt stehen, wenn du arbeitest. Guck dir das mal an. Ja. Deute doch mal nur an, mit dem Jeff entstanden. Guck mal, was ja. Er da macht. Ja? Und pass auf, wenn er antwortet, ne? Okay? Immer wieder beschäftigt. So, da sind sie mit den Köpfen zusammengestoßen und gab es einen kleinen Cut. An der Stirn von Jeff. Bremer. Fand ich auch gut, dass der Gennaro Rodriguez da gleich mal in die Ecke ist und geschaut hat, ob da was Schlimmeres passiert ist. Aber das war nun mal so ein Minicut. Der interessiert den Bremer überhaupt nicht. Kuziemski ist schon ein guter Boxer, wenn man mal überlegt, wenn der noch richtig hauen könnte und was der da dem Bremer auch schon an Rechten an den Kopf gehauen hat, dann könnte das hier auch ganz anders stehen. Aber alles im Konjunktiv gesprochen ist halt nicht so. Der Bremer, der hat das hier gut im Griff. Der wartet, schön, fängt jetzt nochmal in die rechte, in die linke. Da geht das Wort mal raun durchs Publikum, die Fans von Kuziemski. Und dann sagt er, schau mal, das kann ich auch. Und rumsmachs hat Kuziemski die rechte auf der Nase. Und da war ein toller Aufwärtshaken dabei, nicht ganz getroffen, sonst hätte der wahrscheinlich schon wieder Bekanntschaft mit dem Ringboden gemacht. Der Back.
Da hat er mal ganz gute Momente und jetzt hat er es auch richtig gemacht, hat sich dann direkt auf Bremer draufgelehnt, dass der dann nicht noch mal kontern konnte. Also der Kuziewski, der kämpfte mit dem Mut der Verzweiflung, das muss man schon mal sagen. Da die schnelle linke zum Kopf. Immer wieder rein raus, rein raus. Ne? Und peitschen einfach locker rein, peitschen nicht schlimm. Ne? Okay? Lass dich nicht treffen von ihm. Sorry, Tobu. Auch Kilian Zerik, meine. Erst zwei Niederlagen in seiner Karriere. Die eine, habe ich schon gesagt, im WM-Kampf gegen Hugo Hernan Garay. Die zweite, die kassierte er, das hat ihn sehr, sehr gewurmt gegen Mario Veit. 27 Siege hatte er da auf dem Buckel. Und darunter gegen Omar Eduardo González aus Argentinien, gegen den er sich den WBC International Gürtel im Supermittelgewicht geholt hatte. Dann hat er den auch noch verteidigt gegen André Tiss aus Südafrika. Das waren schon alles gute Leute. Und der Veit, der kam gerade zurück mit einer Niederlage im Gepäck und zu einer ganz deprimierenden gegen Joe Calzaghe, wo er chancenlos war im Weltmeisterschaftskampf. Also es deutete alles auf einen Sieg von Bremer hin, aber einer machte halt nicht mit und das war der Veit. Der hat dann auch noch gewonnen. So kann es gehen. Alles war gut vorbereitet, bloß das Ende. Das war etwas anders. Er hat nach wie vor Spaß im Kampf, dann schollte er da. Aber die Revanche hat er dann gewonnen. Dann kam der Garay-Kampf, hat er sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, der Bremer. Dann wurde er 2009 Europameister gegen den Franzosen Rachid Kanfoua, der anschließend beschloss, seine Karriere zu beenden. Hat er doch zu viel an die Mütze gekriegt. Ja, und jetzt eben die zweite Chance hier für Bremer und das sieht ganz gut aus. Aber ich muss auch sagen, der Kuziewski, aber einige Kämpfe jetzt von ihm gesehen. Der war zwar dreimal am Boden, aber ich finde, das ist eine der stärksten Leistungen, die er bislang in seiner Karriere hier gezeigt hat, wie er doch diesen Bremer beschäftigt, wie er ihn ein paar Mal auch in Schwierigkeiten gebracht hat, wie er versucht, hier weiter intelligent zu Treffern zu kommen. Ist schon gut. Aber auch in diesem Kampf ist wieder gut zu sehen. Es ist ein großer Vorteil, wenn man eben Schmackes in den Fäusten hat. Wenn man eben auch mal einen Gegner umhauen kann. Das
das beste Beispiel hier, diese beiden, der Bremer, der war zweimal in der Bredouille und zweimal hat er ihm auf die Bretter geschickt. Und diese Fähigkeit, die fehlt halt dem Alexi Kuziemski komplett. Ich würde sagen, schneller ziehen, ne? Schneller ziehen. Okay? Warte. Den linken Mitschlag, den wir geübt haben, ja, der passt jetzt mal. Da ist immer das Kind vor. Weißt du, wie ist? Aber locken, da, die locken, linke. Locken. Komm. Die war auch gut. Ganz da ist er abgefangen worden. Ja? Und gleich wieder bereit sind. Ja. War ein bisschen zu nah dran an Kuziemski mit der linken, sonst hätte das auch wieder anders ausgesehen. Markus Aslani daneben, Scholt Erdai. Suri Tobu. Ob dieser die Knarre. Noch drei Runden liegen vor den beiden. Nach Punkten kann das Kuziemski eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Er müsste den Bremer K.O. schlagen. Und dass er mit diesen K.O.-Schlägen Riesenprobleme hat. Kann man fast schon sagen, der Bremer ist da auf dem ganz, ganz guten Weg, Interimsweltmeister zu werden. Bremer, der wartet und der Bremer schaut. Naja, der Kopf ist halt schon immer ein bisschen arg weit vorne bei Kuziemski. Der ist Gennaro Rodriguez auch mehrfach schon moniert. Wenn er da wieder im richtigen Augenblick seine Linke durchzieht, dann ist es wieder passiert um den Kuziemski. Also, da, er schlägt, dann bleibt er stehen und lässt die Deckung hängen. Zum roten Ende knallt er dir nochmal einer an den Kopf. Da kann man fast schon die Uhr nachstellen. Es ist schwer, gegen einen hochkonzentrierten Bremer da eine Chance zu haben. Das hat er auch schon kapiert jetzt, der Alexi Kuziemski. Arthur Grigorian an seiner Ecke, Christoph Busch und Owen Rees. Da, Knochen trocken, wie er ihm da die Linke verpasst. Und da kam er wieder mit dem Kopf. Ja.
Und hinten hat auch dabei, aber alles in allem muss ich sagen, ein super fairer Kampf zwischen den beiden. So ein unabsichtlicher Kopfstoß, der kann natürlich passieren. Es ist auch nichts Schlimmes da, diese kleine Cut am Kopf von Jürgen Brämer. Runde 11. Na, will er sich entschuldigen, aber Brämer sagt, komm, komm, mach weiter, war nix. Bisschen tief und dann kommt die aus heiterem Himmel mal wieder so eine Kombination geflogen. Und also zum vierten Mal am Boden unten Kuziemski. Und da kommt das Handtuch. Arthur Grigorian macht der Sache ein Ende. Ja, und die kennen sich natürlich alle gut. Kuziemski ist natürlich jetzt enttäuscht, aber wenn man viermal am Boden war, dann kann man auch mal ans Ende denken. Und der Arthur Grigorian ist ein verantwortungsvoller Trainer und hat dann sich gesagt, komm, also das wird überhaupt nichts mehr, der kann nur noch mehr kassieren. Und hat das Handtuch geworfen. War ein sehr, sehr interessanter, ein guter Kampf. Dietmar Post war da, der Herr im weißen Hemd von Spotlight Team. Schwiegersohn von Klaus-Peter Kohl. Ja, das war eine reife Leistung, mein Lieber. Würdig eines Weltmeisters. Auch wenn es hier um die Interimskrone ging. Und da wird immer tief in die Augen geschaut, noch alles okay, Achtung. Da war der rechte Aufwärtshaken und dann hat er den linken da wieder reingebürstet. Und das war das Ende vom Lied. Das Ende der Träume von Alexi Kuziemski. Mit der Titelzone. Klassisch abgefangen. Und das macht eben einen Weltklasse-Boxer aus. Da sofort zu erkennen, wann muss ich wohin schlagen. Da kam das Handtuch auch aber schön gesehen. Ist ja quer durch den Ring segeln. Volker Grill und Michael Timmels dabei, hier die Handschuhe auszuziehen. Damit es dann auch relativ flott zur Urteilsverkündung kommen kann. Bisschen schade das Ende, aber er hat gut gekämpft bis dahin. Auch wenn der Jürgen Brämer einfach zu clever war, zu clever, ganz einfach für ihn. Naja, der muss ein bisschen getröstet werden, der Kuziemski. Da. Aber es waren immer die gleichen Fehler. Schritt nach vorne, Deckung nicht da und warum's Lager am Boden. Hat sich immer wieder schnell berappelt. Ja, und er hat wirklich seine Taktik da durchgezogen, hat auch einige Handtreffer nehmen müssen, sowas nicht. Naja, jetzt auch der Beifall für Jürgen Brämer, aber auch für Alexi Kuziemski, der ihm einen guten Fight geliefert hat. Koko Kovac, meine Damen und mit Herren, dem WBO-Gürtel war selber Weltmeister. Das offizielle Urteil. Sieger durch technischen K.O. in der 11. Runde nach 39 Sekunden und damit neuer WBO-Interims-Weltmeister im Halbschwergewicht. Hölgyeim és Uraim, a hivatalos végeredmény a következő. Technikai kiütéssel a 11. menet 39. másodpercében és ezzel a WBO új félnehéz súlyú interim világbajnoka. Jürgen Brämer!